Hallo und grüße dich. In diesem Video geht es um Telemarketingkosten, sprich Kaltakquise, insbesondere telefonische Kaltakquise, immer noch, oder Kaltakquise am Telefon oder Telefonakquise, wie du es auch mal nennen magst, immer noch super, super relevant. Ja, was kostet das für dich als IT-Unternehmen, IT-Agentur, Systeme aus etc. pp. Für Neukundenakquise? Denn viele von den Firmen, die deine Dienstleistung, dein IT-Software, Produkt etc. unbedingt benötigen, wissen einfach nicht von deiner Existenz. Das heißt, deine Reichweite ist noch sehr begrenzt, bist vielleicht gar nicht vorhanden, wenn du noch kleiner bist. Aber es gibt einen Sack voller Kunden da draußen, die auf der Suche sind, genau, nach genau der Lösung, die du anbietest, aber sie wissen nicht um deine Presse, um deine Existenz. Das heißt, du kannst ihnen gar nicht helfen. Das heißt, du stehst in der Pflicht, rauszugehen, proaktiv durch Marketing, Sales, Vertrieb, Marktnamen und so weiter. Und hast auch mal, über Online-Marketing-Maßnahmen nur beschränkte Möglichkeiten, diese Zielgruppe zu akzessieren, also Zugriff irgendwie zu bekommen darauf. Ja. Also du kannst natürlich über YouTube gehen, aber nicht alle schauen eben YouTube. Ja. Du kannst über LinkedIn gehen, es sind immer mehr auf LinkedIn, aber eben nicht alle, ja, und so weiter und so weiter. Das heißt, es wird nichts anderes übrig bleiben, um quasi möglichst flächendeckend und präzise da draußen Neukundengewinnung zu betreiben. Musst eben auch, sagen wir mal, die gute alte Kaltakquise rausholen. Und da ist es eben so, dass es immer viele Mitbewerber auch gibt von mir, die zum Beispiel also hier zum Drittel vom Preis oder sowas irgendwas anbieten. Und immer wieder ich auch quasi im Pitchen bin, wo sich dann gegen mich entschieden wird. Und dann wird quasi mit einer Telemarketingagentur irgendwo in der Schweiz oder sonst irgendwas, die wahrscheinlich sehr viel weniger Steuern zahlen, keine Ahnung. Dann, und hier also, was ich zum Beispiel hier ein ganz konkretes Szenario, was ich hier zum Beispiel öfter jetzt schon mal hatte. Ich habe einen ganz bestimmten Mitbewerber und möchte einfach hier ganz anonym, aber hier mal die Kostenstruktur oder zumindest das Angebot mal auseinandernehmen. Und zwar, die sagen, okay, wir zahlen 10.000 für 30 Leads. Also 30 Termine, das was die Leads nennen, sind 30 Termine. Das waren 30, ja. Ja, genau. 30. Jetzt kann man eben re-engineeren. Ja? Also wirklich, wir nehmen es jetzt mal komplett auseinander. Du zahlst jetzt, du bist jetzt also, ich setze mich jetzt mal in die Lage meines Kunden. Also quasi, ich bin jetzt der IT-Inhaber einer IT-Agentur, eines Softwareentwicklers. Und ich habe jetzt 10.000 Euro ausgegeben für 30 Termine. Jetzt kann ich immer sagen, okay. Wie kommen diese 30 Termine zustande? Also das heißt, ich muss, um 30 Termine überhaupt erzeugen zu können, muss ich mir irgendwie Gedanken machen, okay, wie ist denn die Conversion-Rate zwischen Kaltakquise, kontaktieren, eine Firma, die mich nicht kennt, wo ich nie von mir gehört hat, Erstgespräch und so weiter, hin zu Lead, also Termin. Mit Bedarf, mit Projekt und so weiter. Und da kann ich dir aus Erfahrung sprechen, ein absoluter Top-Wert, ja, sind 10%. Das heißt, wir sind hier, müssen das Ganze hier quasi mal 10 nehmen, dann sind wir bei 300 Firmen. Ja. Das heißt, wir müssen 300 Firmen nicht nur einmal angerufen, und das ist ja auch wieder quasi häufig, stiftet Verwirrung, 1000 Calls haben wir gemacht im Monat und so weiter. Nein, davon spreche ich nicht. Also ich spreche jetzt nicht irgendwie, dass ich hier eine Telefonanlage habe, wo ich irgendwelche Telefonisten oder Teleagents dort sitzen habe, die quasi da reinhämmern und 1000 Mal irgendwo anrufen, aber mit niemandem gesprochen haben oder mit niemandem Relevanten, also dass sie irgendeine Art und Weise hier in echte Verkäufergespräche reingekommen sind. Nein, ich rede hier von echten Entscheidergesprächen, wo ich auch wirklich Informationen bekommen habe über den aktuellen Status quo, über die aktuelle Bedarfsanalyse. Das heißt, ich spreche hier tatsächlich von 300 Firmen, wo Bedarfsanalyse stattgefunden hat. Ja? Also quasi ein sogenanntes Analysegespräch hat hier stattgefunden. 300 Firmen, Analysegespräch, dann 10%, dann komme ich zu den 30. Jetzt muss ich sagen, okay, wie lange brauche ich denn für 300 Analysegespräche? Wir, und das ist auch wirklich ein verdammt guter Wert, also das, ich gehe hier wirklich mit Top-Werten rein, ja, das muss man wirklich abnehmen, für 300 Analysegespräche
Für ein Analysegespräch brauchen wir eine Stunde. Also von Recherche des Entscheiders, den Entscheider erreichen, ihn dazu überreden, dass er sich für uns Zeit nimmt und so weiter und so weiter. Brauchen wir quasi eine Stunde je Analysegespräch. Ja, gut, sorry meine Schrift, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Und das heißt, bei 300 Analysegesprächen haben wir 300 mal 1, eine Stunde sind 300 Stunden. Jetzt sagen wir mal, unsere Kampagne ungefähr laufen so immer summa summarum so 120 Stunden im Monat. Das heißt, summa summarum, sagen wir hier mal, das Ganze hier, ja, 300 Stunden, sagen wir mal, das Ganze 3 Monate. 3 Monate hat das Ganze gedauert. Ja. Das heißt, 3 Monate, ja, saß jetzt quasi jetzt ein Teleagent oder so ein aus der Konkurrenzagentur, ja, so ein Agent. Sorry für die Hektik, ja, ich bin jetzt ein bisschen gerade hier mit einem Telefonhörer. Ja, der hat 3 Monate lang am Tag 5-6 Stunden ohne Pause reingehauen, um diese 300 Analysegespräche zu machen, um dann letztendlich diese 30 Leads und dann das Ganze 10.000 gekostet. Jetzt müssen wir mal überlegen, okay, du bezahlst jetzt die 10.000 zur Agentur für diese 3 Monate. Das heißt, wir tun jetzt mal die 10.000 geteilt durch 3, sind ungefähr 3.000. Ja, 3. Das heißt, 3.333 Euro. Diese 3.333 Euro zahlst du der Agentur. Das bedeutet nicht, dass, ja, das bekommt nicht der Agent, das bekommt die Agentur. Jetzt musst du dir mal tief in dich gehen und wirklich mal fragen, du bist ja auch Unternehmer oder zumindest arbeitest für ein Unternehmen und hast vielleicht auch als gehobener Angestellter, Abteilungsleiter, Vertriebsleiter und so weiter auch schon mal eine Kalkulation machen müssen. Das heißt, wie viel denkst du, will denn so eine oder muss denn so eine Telemarketing, so eine Agentur, die Büromiete zahlt, Overheadkosten, das und das und das, will ja auch Geld verdienen, ist ja auch völlig berechtigt. Ja, ich will auch Geld verdienen, wir wollen alle Geld verdienen. Müssen wir ja auch, sonst würden wir unter der Brücke leben. Hier eine Marge machen. Das heißt, es gibt eine goldene Regel. Wenn du eine Dienstleistung hast, wo du quasi nicht 80-20 hast, das heißt, wo deine, die 80-20, gute alte 80-20-Regel, das heißt, du hast hier eine, sozusagen einen Deckungsbeitrag, wo die 80% bleiben, ja, dann hast du eigentlich schon ein Problem. Aber ich mache jetzt hier mal wirklich, ja, ich gehe jetzt mal hier knallhart in die, ich sage jetzt mal, die Telemarketingagentur, der Inhaber dieser Telemarketingagentur, der ist jetzt mal wirklich super, super, super genügsam und sagt, 50%. Okay, 50% behalte ich mir für Overhead, für Teamleiter, für mich selber, für meine Firma, für Strom, für was weiß ich alles. Und 50%, ja, gebe ich quasi direkt an den Operator weiter, an den Teleagent. Dann sind wir hier bei monatlich 3.333 geteilt durch 2. Ja, Premium-Frage. Es gibt was zu gewinnen bei Olaf Schanze oder wie der heißt, sind 1.555 oder irgendwie sowas, keine Ahnung, ich kann auch keinen Kopf rechnen jetzt aktuell. Also, das heißt, dieser Agent, der 3 Monate lang, ja, wir reden hier vom 30 hochwertige Leads gemacht hat für 10.000, bekommt letztendlich, das ist das, was der bekommt im Monat, ja. Sein Monatsgehalt, und auf das will ich die ganze Zeit hinaus, sind ungefähr 1.500 Euro. Dieser Dame oder dieses Herrn, dieses Teleagents. Und jetzt stell dir mal die Frage, was denkst du, welche qualifizierte oder weniger qualifizierte Arbeitskraft da draußen im deutschsprachigen Raum, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, kann ich heute, de facto heutzutage, einkaufen, welchen Art von Teleagent oder wen, also ich meine, ich weiß, ein Werkstudent kostet ungefähr 1.200, 1.300 Euro. Es könnte sein, dass da ein Werkstudent sitzt. Ja?
Und welche Qualität und was sind das für Termine? Was sind das für Termine? Sind das Termine, ja, ich habe Interesse. Ja, an was? Ja, schauen wir mal. Ja. So, diese Rechnung würde ich halt einfach mal durch den Kopf durchspielen, bevor du dich quasi für eine Agentur entscheidest, die dir, sagen wir, Versprechungen macht, wie zum Beispiel 30 Opportunities oder 30 Leads für 10.000 in 3 Monaten. Ja? Es ist quasi, wir springen hier natürlich vom Enterprise-Lösungen, ja? E-Shop, CMS, PIM, Mann, Damm, was es da halt noch so alles gibt, ERP-Systeme und so weiter. Ziemlich schwierig. Und damit möchte ich dieses Video auch beenden. Einfach nur ein Gedankenanstoß, bevor du dich quasi für ein Angebot entscheidest. Dein Thomas Klein. Wenn du Bock hast für ein kostenloses Strategiegespräch, 15 Minuten oder so, einfach hier unten irgendwo müsste der Link sein. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Dein Thomas Klein. Happy Hunting!